Steff. Und ich bin Tibet. Wir sind heute auf dem Streetfood Festival in Mainz. Und testen uns durch. Und zwar blind. Scharf. Schön für mich. Ne? Okay. Und super geil, afrikanisch. Also ganz weit auf. Weit. Und? Ganz leicht scharf. Kartoffeln, würde ich sagen. Nein, noch eins. Oh Gott. Wenn es keine Kartoffel war. Eine eingelegte Peperoni? Nein. Eine Frucht, genau, könnte es auch sein. Eine Birne nicht, aber ich dachte erstmal ein Mango. Banane! Ja, gut. Ja, Banane mit Chilisauce oder? Ja. Sehr interessant. Du hast immer sechs Beine, was kann man das essen? Guck mal, da wird gerade geröstet, oder? Hi. This is definitely kangaroo. It's wild kangaroo, direct from Australia. Ja. Hast du Dschungelcamp gesehen? Oh okay. Nein, hab ich nicht. So. Es ist irgendein Fleisch. Ja. Also ich weiß nicht, Australien. Ja. Aber bitte kein Känguru oder sowas. Hm? Es ist Känguru. Oh nein, das arme Tier. So, das ist eine Portion. Vielen Dank. Okay, Mund auf. Das riecht schon. Ja, und reinbeißen. Ja. Sehr interessant. Also, es ist ein Cider Steak. Ja, kurzer Spinat. Ja. So, Steff. Mhm. Es ist lang, es ist spitz und es ist heiß. Es ist heiß. Wo ist das Ende? Da, nein. Oh, das fühlt sich ganz komisch an. Ich will nicht. Ich habe keine Ahnung. Teigwaren, was kann das sein? Ja, was Schwäbisches irgendwie. Ja, sehr gut. Ja, so eine Art Maultaschen. Ja, irgendwie. Bingo. Der Chiasamen verbindet sich mit Flüssigkeit und quillt auf. Ist super gesund, ein sogenanntes Superfood. Keine kandierten Kakerlaken oder so? Nein. Mund weit auf, Löffel kommt und so. Mmh. Brombeere? Himbeere? Ja, das ist püriert das Erste. Da ist noch was anderes drin. Es ist ein Samen. Maracuja? Nein, ein Chiasamen. Nein! Doch. Oh, ich bin baff. Letzte Runde, beste Runde. Hm? Du bist dran. Was denken Sie, wie viel Kalorien hat das? Gar keine, es wird alles wegfrittiert. Das wollte ich hören. Nimm dir mal ein Stück. Nimm dir mal eins. Kreppelmäßig. Ja. Und Karamell. Genau. Es sind verschiedene Schokoladenriegel, die uns bekannt sind, wie Snickers oder... ich glaube, das ist gerade... Ist das ein Mars? Ich weiß es gar nicht. Vorsicht. Ja, es ist frittiert und es ist süß, ist geil. Und was fandst du von all den am interessantesten oder am besten? Den Chia-Pudding fand ich am besten. Den Chia-Pudding, das ist mir ähnlich. Mhm. Und was hast du hier vermisst? Also ich hätte mir gewünscht, dass noch ein paar mehr Mainzer Streetfood-Unternehmen hier vertreten sind. Einfach, dass man auch so ein bisschen die regionalen Sachen kennenlernt. So. Mhm. Also empfehlen wir es weiter? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, geht mir genauso.